Die einzige Welt, in der einer ganz er selbst sein kann, ist die Natur. Begleiten Sie uns ins Rohrmoser Obertal, kehren Sie mit uns in 6 wunderschöne Almhütten ein. Bei Menschen, die es verstehen, mit und für dieses hohe Gut zu leben. Halten Sie inne und genießen Sie. Ja, grüß euch. Wir sind die Familie Höflener, die Wirtsleute von der Wehrhofalm. Wir haben von Anfang Mai bis Mitte Oktober geöffnet und wir zeigen Ihnen kurz einmal gern um und in der Hütte. Eine unserer Spezialitäten sind natürlich die fangfrischen Forellen aus unserem Teich und die mache ich eigentlich auch am liebsten. Die Wehrhofalm besteht aus einer unheimlich gemütlichen Hütte mit Gastgarten, einem Spielplatz für die kleinen Gäste, einen Fischteich, auf dem man auch eine kleine Bootsfahrt machen kann und viel Freiraum für Mensch und Tier rund um die Alm. Grüßt euch bei uns auf der Holdalm. Die Holdalm ist eine ca. 380 Jahre alte Knappenhütte. Wie vor über 100 Jahren erwarten wir unsere Gäste in der liebevoll restaurierten, romantischen Hütte und verwöhnen sie mit kulinarischen Köstlichkeiten und dem einzigartigen Erleben der Natur im Obertal. Danke. Auf ein Wiedersehen in der Holdalm. Prost! Grüß euch, ich darf euch recht herzlich begrüßen, da in der Eschach-Hütte. Wir sind am Ende von der Obertalstraße. Von uns aus kann man viele Wanderungen machen und bei uns kriegt man auch gute Jausen. Die Eschach-Hütte bietet traditionell steirische Gastfreundschaft. Die Jausenstation mit dem einzigartigen Almkaffee lädt in idyllischer Lage zum Verweilen ein. Sie ist beliebtes Ziel und Ausgangsort für viele herrliche Wanderungen. Das Eschach-Hütten-Team freut sich, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. Ich möchte euch recht herzlich begrüßen auf der Fahrlech-Hütten. Ich würde mich freuen, wenn ihr einmal vorbeikommt auf unsere Spezialitäten: Heidelbeerschmoren, Kaiserschmoren, Schweinsbraten und auch andere Hüttenschmankerl, was wir noch haben. Die Fahrlechhütte, das ist atemberaubende Natur, blühende Blumen, leise Geräusche der Tiere, frische, reine Luft. Einkehren in der Hütte und Genuss erleben. Genuss für Geist und Körper in einer wunderbar urtümlichen Hütte an einem klaren Bergsee. Als würde die Wirklichkeit in einem Bilderbuch blättern. Grüß euch, da ist die Claudia von der Duisitzgasse Hütten. Ich bin heuer das erste Jahr da als Wirtin und freue mich, wenn ich begrüßen darf.
Die Duisitzkaseehütte ist Ihre wunderschöne Einkehr nach den ungezählten Wandermöglichkeiten im Umkreis. In einer fantastischen Bergseelandschaft können Sie Kraft schöpfen bei köstlicher Kulinarik, echter Hüttenkost und hausgemachten Mehlspeisen. Mein Team und ich, wir freuen uns, wenn Sie es kommt, auf einen Besuch ins Obertal, ins wunderschöne Duisitzkar. Bis demnächst. Ja, grüß euch. Ich bin der neue Keimbrecht-Hittenwirst. Fischi, sagen so jetzt in mir. Und mich freut es heute, wenn wir uns treffen, auf der Keimbrecht-Hitten herum, auf 1872 Meter Seehöhe. Sein dort ein gemütlicher Aufstieg auf die Hitten, das ist nicht anstrengend. Aber es gibt bei mir eine gute Jausen, ein Gulasch und ein Bier, alles kommt zusammen. Die Keimbrecht-Hütte ist ein lohnendes Ziel und besonderes Erlebnis für Wanderer. Einen unvergesslichen Eindruck hinterlässt nach der Übernachtung auf der Hütte das Erleben des einzigartigen Sonnenaufganges auf über 1800 Meter Seehöhe. Belohnen Sie sich in der Keimbrecht-Hütte mit kulinarischen Köstlichkeiten und dem Erlebnis Hochgebirge.